Hey, hey, da sind wir wieder und ich habe es ja gesagt, wir kaufen noch ein. Das werden wir auf alle Fälle tun und ja, wir müssen auch mal schauen, dass hier bei der Kondition, bei der Frische was vorangeht. Aber wir haben jede Woche zwei Spiele. Ich meine, das ist dermaßen schwer. Ich frage mich immer, wie willst du das noch unter einen Hut kriegen? Dann ist Pizzuto verletzt für 86 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. 86 Tage heißt für mich, das ist vorbei. Und der ist noch 36 Tage verletzt. Hoi. Was sollen wir da tun? Ja, wir müssen wohl Spieler kaufen. Dann links außen, rechts außen, Innenverteidiger haben wir erstmal genug. Da können wir eher noch einen abgeben. Das haben wir aber eh schon getan. Der ist auf der Transferliste. Defensives Mittelfeld haben wir zwei. Rechtes Mittelfeld. Offensives Mittelfeld hätte ich gern noch einen, weil Maurizio alleine ist, ja, ist nicht da. Das heißt, wir gucken mal, dass wir einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichten können. Und dann schauen wir mal, was da so drin ist. Spieler, ja, würde ich sagen, scouten verpflichten macht Sinn. Jetzt lädt er natürlich wieder die ganzen Ligen, die ich so mitgenommen habe. Und ich sehe gerade, dass die Analysten irgendwie ja nicht das wollen können, tun sollen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, offensiver Mittelfeldspieler. Kann von mir aus auch noch defensiver Mittelfeldspieler sein. Aber ich mache jetzt erstmal hier alle Positionen. Mal gucken, was da so geht. Nur Spieler auf der Transferliste. Da haben wir für 5 Millionen Adam Karabek. Das ist ein 23-Jähriger, der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Das sind alles Megatalente, wenn ich das so sehe. Der 21-jährige Loum Papé Alion So wäre, glaube ich, auch noch was. Und das ist ein Künstler. Brauchen wir einen Künstler für 3,6 Millionen offensives Mittelfeld? 3,6 Millionen. Ist halt, ja, Stufe 8, wird wahrscheinlich bald aufsteigen. Oder eben von SV Waldhof Mannheim ihn hier. Ich könnte sagen, könnte mir vorstellen, dass der noch passen würde. Der hat auch 8,5. Der hat 8,2. Ich meine, er wird mir halt vom Namen her liegen. Ich mag die Spieler. Und der wäre noch günstig. Das heißt, er könnte sogar, ja, bevorzugt den rechten Fuß, könnte aber beide spielen und sind alles Riesentalente. Der ist halt noch jung. Komm, wir holen uns, machen mal ein Vertragsgespräch mit ihm hier. Ist bereit. Bla bla bla. Das soll er auch. Gut. Donnerstag. Donnerstag ist ein guter Tag. So, können wir uns noch was holen? Defensiven Mittelfeldspieler. Oder wir nehmen noch eine hängende Spitze mit rein. Nein, hängende Spitzen haben wir eigentlich genug. Ich muss gerade noch mal auf den Kader gehen. So, hier sehen wir es nochmal. Torwart, links außen, rechts außen. Innenverteidiger, defensive Mittelfeldspieler haben wir genug. Rechtes Mittelfeld. Ja, linkes Mittelfeld brauchen wir noch. Immer noch linkes Mittelfeld. Lass uns doch mal nach dem linken Mittelfeld schauen. Linkes Mittelfeld, dann haben wir halt wirklich nur auf allen Positionen den hier. Könnte man noch sagen, er könnte noch ein defensiver Mittelfeldspieler, geht gar nicht. Alle Positionen, gar nichts geht, gar nicht. Auch blöd. Ja, rechter Mittelfeldspieler noch, geht auch nicht. Ich sage nur linker. Tja. Seht ihr das? Ah, ich weiß, woran es liegt, ich Idiot. Müsste sagen, ich müsste ja hier mal einen wegmachen. Dann sehe ich ja alle. Wollte ja nicht nur Riesentalente haben, aber es ist okay. Das heißt, für den einen haben wir jetzt das Gespräch vereinbart. So, da haben wir jetzt. Was ist denn, wenn ich jetzt hier noch ein paar Sterne mit dazu mache? Okay, das bringt jetzt erstmal nichts. Bei 3 Sternen hätten wir von Anderlecht für 2 Millionen den 27-jährigen Luca Horn. Links, rechts, nein, aber linker Mittelfeldspieler. Sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich wollte linker Außenstürmer noch machen, so wollte ich es machen. Dann könnten wir uns den 21-jährigen holen. Von Leipzig für 7,5 Millionen. Der wäre natürlich auch was, ne?
Könnte man ja mal schauen. Ich werde mein Vertragsgespräch ansetzen, um einfach zu gucken, ob da was geht. Wahrscheinlich kriegen wir den nicht, weil er zu stark ist, aber wir gucken mal. Wären ja gute, ja, ein guter Ersatz, würde ich sagen, wäre das für die beiden verkauften Spieler. So, und jetzt haben wir dann Zeit. Jetzt haben wir dann Zeit und könnten ein bisschen was aufbauen. So, empfiehlt Ihnen Virgil Kühs in die Mannschaft auf. Okay. Ah. Wollen wir das tun? Freundschaftsspiel mache ich nicht, weil wir haben zu viele Spiele die Woche. Das heißt, das bringt mir nichts. So. Ausdauerlauf. Intensität 3. Dann werden wir ein Mitmachen. Der Rest ist okay. Gucken mal, was so geht. Ach ja, hätte ich das gewusst. 190.000 Franken, Kai Bartholomä. 5,1, das brauchen wir nicht. Könnte ruhig mal ein bisschen schneller gehen jetzt hier. Verkaufe Kimeno auf keinen Fall und schon gar nicht für 1,5 Millionen. So, Prebis Melacha. Nein, 5,1 ist zu schwach. Will Donkin brauchen wir auch nicht. Lustig, heute schließt die Transferliste. Das heißt, ich bin eigentlich zu spät dran, oder? Ach ja, Wahnsinn. Castell Vargas. 20 Uhr. 17,8 Millionen habe ich Transferbudget, was eigentlich gut ist. Kommt noch einer oder nicht? 23,15 Uhr, 6,3, das geht nicht. 7,5, 1,3 Millionen, das geht auch nicht. Und tschüss, da war wohl nichts dabei, würde ich sagen. Wer ist es? Madureira oder der Erste? Nein, es ist Madureira, sehr schön. Spieler vom FC Zürich. So, Spielergespräch, Pizzotto, gute Besserung. Tage bis zur internationalen Gruppenphase. Ihm sagen wir auch noch gute Besserung. Ja, den bräuchten wir halt, ne? Den Maurizio, wenn der nochmal zurückkommen würde. Dann wären wir gleich schon wieder besser dran. So, 2,6 Millionen Urbano Korea. Ist gar nicht so viel, wollte ich sagen. 2,6, das ist wirklich nix, ne? Ah, ich kann noch nicht mal irgendwas sagen. Ich kann nur sagen, Vertrag unterschreiben. Sehr schön. Bis 2031. 650.000 Handgeld, können wir da 600.000 machen? Grundgehalt 1 Million. Nimmt da alles an. Siegprämie könnten wir auf 10.000 machen. Das ist auch okay. Dann darf er den Vertrag unterschreiben. Ausstiegsklausel bei Abstieg ist okay. Passt. So, schön, dass sich beide Seiten einigen konnten. Aktuell in guter Form, sehr schön. Vertrag bis 2029, okay. Ich arbeite hart und kriege einen Managerpunkt. So, da haben wir jetzt den nächsten. Der Grenier Locks, 8,5 Millionen. Das wäre noch drin. Könnten wir ja hingehen und sagen, hey, wir wollen 8 Millionen zahlen. Wir verschreiben, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Wir unterschreiben, nicht verschreiben. Ach, schön. So, beide Seiten sind sich einig. Das ist schön. 30.06.31. Da können wir mal 32 machen. Wir würden ihm ein Handgeld von 1,5 geben.
1,6. Okay. 3,4 Millionen Grundgehalt. Ja, ich kann mal auf 3 Millionen gehen oder 3,2. Nimmt er das an? Vertrag unterschreiben. Ja. Alles gut. Uiuiui. Haben wir zwei Kracher gekauft. Mal gucken, ob die auch was bringen. Würde mich freuen, wenn das so ist. Und dann gehen wir doch mal weiter. Kondition und Frische steigen jetzt auch ein bisschen, das ist gut. Vielleicht kriegen wir das erste Spiel noch mit, aber jetzt erstmal gegen Luzern. Ja, und die anderen Leute habe ich zu spät gekauft, die kommen wohl alle erst später. Aber das ist auch okay. Das ist vollkommen in Ordnung. So, wie lange habe ich denn eigentlich noch Vertrag? Könnte ich mal gucken. Erstmal mit dem Präsidium sprechen, das kommt immer gut. Habe ich jetzt unser Trainings-, Weiterbildungs-, Gedöns schon gemacht? Nein, habe ich nicht. Dann machen wir das auch noch. Tja, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal weiter. Können wir alles planen lassen. Sehr schön. Hier wird es wieder ein bisschen den Ausdauerlauf geben. Die Spieler werden mich dafür hassen, aber das ist okay. Dann machen wir hier noch einmal den Hit. Ich sage immer mit, der Hin und mit. Ja, aktive Erholung brauche ich nicht. Vielleicht noch mal. Nein, nein, es ist okay so. Das passt schon so. So, Matthias Klee, aktuelle Verhandlungen 31, 50.000, Fleiß 7. Ja, komm, das kann man nehmen. Und dann sind wir gleich beim siebten Spieltag in der Super League gegen den FC Luzern. Ich würde sagen, den hauen wir doch einfach mal weg. Schön wär's. 9 Tage sind es übrigens noch bis zur internationalen Gruppenphase. Tja, da haben wir Vergin Küss. Da er in der ersten Mannschaft spielen darf, dürfen wir uns noch aussuchen, was er eben machen soll. Puh, hat er noch Schwächen? Hat er eigentlich? Einwürfe sind seine Schwäche. Gut, dann macht er die einfach nicht und dann gehen wir auf Antritt. Passt schon. So. Vertrag verlängern. Aufgrund der aktuellen Vertragslänge möchte der Vorstand nicht. Okay, das heißt, er geht noch lang genug. Das passt. Außerdem kommen die dann automatisch auf uns zu, wenn wir den Europapokal gewonnen haben und nochmal Ligaerster sind. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Aber noch macht Spaß, mit dem FC St. Gallen zu spielen. Das heißt, ja, noch alles drin. Ich tue mich halt immer so schwer, mich von den Spielern zu trennen. Aber ich glaube, das geht jedem Fußball-Manager-Liebhaber so. Da sind wir wieder. So, Esposito darf wieder spielen, freut mich für ihn. Wir kommen auf 87, ist auch okay. Wir spielen vorsichtig defensiv, kontrollierte Offensive, variabel, variabel, kann man alles lassen. Könnten auch auf zielgerichtet gehen oder auf periodisch, was das Pressing angeht. Regelmäßig, hartnäckig, dauerhaft mit kleinen Pausen. Ich würde sagen, wir bleiben bei variabel, das ist schon vollkommen okay. Wir sind übrigens Dritter und Luzern ist Achter. Das sollten wir eigentlich gewinnen. Aber gut, wir kennen die Super League. 27,7, 27,3 Millionen. Das ist Marius Müller und Babic. Okay. Hier gibt es wieder einen trainingsfreien Tag. Gibt wieder Geld. Das muss sein. So, Vargas, er geht auf Maleku. Ja, rechts oder links außen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber ich würde sagen Sandoval und ja, Marius Müller, der Torwart, beste Spieler, deswegen ein bisschen Grätschen wollte ich sagen. Dieses Spiel bedeutet unseren Fans alles, kann man ja mal machen. Deswegen werden sich die Spieler auch ins Zeug legen. Und los geht das. Wir greifen auch schon an über Vargas und dann über Rios. Rios. Fähigkeit genützt und dann ist Lucas Rios da und macht das 1 zu 0, was uns auf Tabellenplatz 1 schießt im Moment.
Ändert sich aber sicherlich alles gleich wieder. Friedeck mit dem 1:1. Gelbe Karte Florian Kamberi. Wir greifen nochmal an über Vargas, Kamberi, Maldonado, Nuhu. Weiß zwar nicht, was Nuhu davor hatte, aber er hat es versucht, warum auch nicht. Und nochmal Martirena, Rios, Van der Werf auf Ribeiro und Boris Babic steht im Abseits. Tja, wir sind momentan ein bisschen tabellarisch nach hinten gefallen, wenn ich das richtig sehe. Aber das ändert sich gleich wieder. Müller hat den Ball. Wenn ich das richtig sehe, sind wir auf Platz 5. Aber wir greifen die ganze Zeit an. Das heißt, da wird sich noch was ändern. Das kann ich euch versprechen. Nämlich jetzt. Florian Kamberi macht das Tor. Wir sind auf Platz 2 nach vorne gefallen. Eigentlich heißt er gestiegen. So, 3:1. Wir sind da. Wir zeigen den Fans, dass wir Fußball spielen können, wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Kamberi oder Rios? Rios könnte man mal sagen, dass er gut spielt, weil er spielt brillant. Und ich würde sagen, Babic könnten wir auch mal sagen, dass er gut spielt. Boris Babic, du spielst super. Das ist so. So, weiter geht's. Wir gehen noch schnell auf die Taktik. Wenn Luzern den Angriff abgeschlossen hat. So, da sind wir auch schon. Ich möchte keine überflüssigen gelben Karten sehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das wollte ich einstellen, beziehungsweise überprüfen, ob es eingestellt ist. Passt. Rios auf Van der Werf. Sie spielen echt gut zusammen, die Jungs. Kamberi, Babic, da steht Ribeiro. Vorbei. 3:1. Momentan Platz 2 in der Super League. Ribeiro wird... Oh, Van der Werf bleibt Sieger, aber Handspiel durch Antoine. Das heißt, gibt einen Freistoß. Nuhu tritt. Nuhu, ja, wir kennen ihn. Er versucht öfter mal direkt in der 54. vorbei. Daniel Maldonado mit der gelben Karte. Haben wir derer schon 2. Wir wechseln mal aus. Dübwig und Kimeno kommen rein. Karacha, Boys und dann Virgin küsst der Neue für Martirena. Schauen wir mal. Aber erstmal ist es Luzern im Angriff. So, dürfen wir nochmal? Nein, Luzern darf nochmal. Sandoval, Carbonelli, Tassar, Florian, Yai, Simon. Simo heißt er. Und da steht es 2:3. Kimeno noch mit dem Freistoß für uns. Auf Maldonado, der auf Babic. Und Babic denkt sich, ja nö, jetzt will ich nach Hause, ich will duschen gehen. Und wir gewinnen auswärts 3:2 gegen Luzern. Basel an uns vorbeigezogen und Sion jetzt Erster in der Super League. Ja, schön eng. Bis zum Platz 6 ist eigentlich wirklich alles recht eng. Aber gewonnen ist gewonnen und da schauen wir doch, was wir sagen, das passt. Rios ist in der 11. Woche, nur einer, aber das ist auch okay. So, Ziyakaya ist offensiver Mittelfeldspieler, erhält Bronze 3. Ziyakaya. Schön, ein 12-Jähriger. Gleich mal aufgestiegen. So, wir spielen jetzt dann gegen Slovan Bratislava in der Euroleague und gegen die Young Boys in der Liga, die Sechster sind. Spannend, spannend, spannend. Maurizio und Pizzuto. Einmal 18 Tage noch, das heißt, er ist bald wieder da. Yeah. Da freuen wir uns doch. Dann machen wir Pizzuto auch nochmal. Ich muss ja nicht jede Woche kommen, aber ab und zu sollte das schon drin sein. So, Persönliches, ihr kennt das, die Weiterbildung, yay. Ja, machen wir es so. Das passt, würde ich sagen. So, Fanabteilung schlägt einen Fanclub-Besuch vor, ist für mich auch in Ordnung. Trainingsfreier Tag, wie gesagt, das ist gut so. Ecke, Strafraum, aktive Erholung. Ja, bringt das was? Ich lasse es mal so, dann da auch aktive Erholung und da auch. Würde ja gerne noch ein bisschen was anderes machen, aber ich lasse es mal so. Vielleicht ist das vollkommen in Ordnung. Erster Spieltag in der Europa League gegen den SK Slovan Bratislava. Und die kommen zu uns nach Hause, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genauso wie Basel. Basel sage ich schon. IB aus Bern zu uns nach Hause kommt. So, wir führen ein Gespräch, sagen gute Besserung. Genau das Gleiche passiert jetzt mit dem anderen Herrn, nämlich mit Maurizio. Alle freuen sich. Und alle wollen auch wieder ja dahin kommen, wo wir gerade jetzt sind. So, wir spielen mit 88 gegen 98. Wird nicht einfach. Trotzdem würde ich sagen, wir spielen neutral. Können dann immer noch wechseln. Variabel ist für mich vollkommen in Ordnung. Hier können wir nochmal zurückgehen. Hier könnten wir sogar noch einen raufgehen. Das ist auch okay. Flügelspiel, links zentral, rechts Flügelspiel. Es kann alles erstmal bleiben. So, es gibt wieder Geld. Es gibt wieder Geld. Hurra! Es gibt wieder Geld. 60 Fitness, das ist gut. So, Vargas, du gehst auf Radau. Du gehst auf ihn hier und Radau. Auf den passen wir mal auf. Dieses Spiel ist ein Bonusspiel. Naja, stimmt jetzt nicht wirklich. Das heißt, wir lassen das mal so. Dann wünschen wir uns mal Glück und ab geht die Post. St. Gallen mit der ersten Ecke in der 13. Minute. Muhu auf Dybiq, der auf Serrano. Serrano spielt einfach mal raus auf Rios. Der mit dem hohen Ball auf Vargas und der verzieht. Greif hätte ihn gegriffen. Ach ja, immer diese Wortspiele. Paul. Kurlinov. Okay. Da ist der Ball drin. Rabiu mit dem 1 zu 0 für Bratislava. Nuhu auf Dybiq mit der Ecke. Camberi auf Maldonado. Der auf Vargas. Und Vargas verzieht kläglich. Wir gehen mal auch vorsichtig offensiv, weil wir zu Hause spielen können uns das erlauben. So, wir greifen an über Serrano. Der Ball kommt auf Babic und der macht das Ding. Steht 1 zu 1. Julien Serrano mit seinem ersten Tor in der Europa League. Schön. Ja, da könnt ihr euch noch ein bisschen mehr anstrengen. Es ist erst das erste Spiel, aber alle Spiele sind wichtig. So, 70 Minuten rum. Musa Nuhu mit der Ecke. Ball kommt auf mittig Kimino. Der versucht's mal. Gleich vorbei. 80 Minuten rum. St. Gallen greift an über Caraccia. Van der Werf auf Babic und Babic mit dem 2 zu 1. Zu Hause führen wir 2 zu 1 gegen Bratislava. Das ist Wahnsinn. Gefällt mir. Und nicht nur 2 zu 1, ich hätte es gesagt, beinahe sogar 3 zu 1. Das war knapp. Lukas Merola mit der Ecke für Bratislava. Noch ist das Spiel nicht rum. Kavrić, Watkowiak. Weg damit, sehr schön. Freistoß John Garcia. An der Strafraumgrenze und dann ist Kavrić da und macht das Ding. Aber leider daneben. Sehr schön für uns. Wir gewinnen 2 zu 1 im ersten Europacup-Spiel und haben 3 Punkte eingefahren. Rostov unentschieden gegen Sofia. Naja, schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann, wenn wir gegen IB genauso spielen würden, die Young Boys aus Bern, dann ja, bin ich begeistert. Würde mich jedenfalls freuen. Alles wird gut, wenn die neuen Spieler kommen. 105 zu 85. Ihr wisst, was das heißt. Jetzt spielen wir natürlich vorsichtig defensiv. Oder sollen wir auch nochmal neutral spielen? Ich würde sagen, wir machen es so. Wir machen das so, ist am einfachsten. So, dann schauen wir doch mal. Nsame ist natürlich wieder der stärkste Spieler. Die haben Angst. Kann das sein? Elbischer ist da. Gott, sind die alle stark. Nsame, ja. Ist klar. Also Nsame sowieso. Dann Vargas darf Nsame. Dann darf er Elbischer im Auge behalten. Oder eher doch Jenny. Mark Jenny.
Es ist ein wichtiges Spiel heute. Ja, es sind alle Spiele wichtig, aber naja. Ich würde sagen, wir versuchen es mal so. Es gibt keinen trainingsfreien Tag. Tut mir leid, Jungs. Wir versuchen es mal. Da greifen sie auch schon an über Hefty. Das heißt, ich kann schon mal auf neutral wechseln. Nach 3 Minuten die erste Chance für Ibi. Das ist schon. Ja, ist Fußball. Ensame Hefty. Und das Ding ist drin. Silbern Hefty. Ex-St. Galler mit dem 1 zu 0. Hefty. Castroman. Ebischer auf Siero. Mann, 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 Mann. Jetzt kannst du eigentlich nur noch ausprobieren. 15 Minuten rum. Ecke St. Gallen. Ludwig van der Werf. Öhne. Fußball. Rios Serrano. Und das Ding ist drin. Julian Serrano mit dem 2 zu 1 für uns. Kaberi 2 zu 2. Sehr schön. Das nach 20 Minuten. Ludwig erhält die gelbe Karte. Tja, wir können also auch Fußball spielen. Elfmeter für die Young Boys. Drin das Ding, Nsame verwandelt das Ding, ist sein drittes Tor erst. Okay. Das ist nicht viel, würde ich sagen. So, wir greifen mal an. Über Vargas, Maldonado, Van der Werf. Er dribbelt und ja, verzieht, aber er hat versucht. Finde ich gut. Kann man auch mal tun und es steht ja erst nur 2 zu 3. Ich sage jetzt mal nix. Ecke muss er nur hoch. Ball kommt mittig auf Ribeiro, der gibt nach vorne auf Vargas und Vargas kann das eigentlich, aber das zu binden. Zu binden. Rote Karte, Silvan, Hefti. So, rote Karte, Hefti. Das heißt. Hallo? Okay, wir werden das gleich umstellen. Musa Nuhu mit dem Freistoß. Ja, das war nix. So, wir gehen vorsichtig offensiv. Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Die Young Boys wieder. Ribeiro fängt den Ball ab. Mujakic erklärt souverän und jetzt gibt es den Konter für die Young Boys. Mann, Mann, Mann. Rubio dribbelt sich nach vorne. Schießt doch einfach und vorbei. Bitte, bitte, bitte. Ja, da ist Jenny, aber Chen ist da. Sehr schön. Nochmal die Young Boys. Wir spielen total offensiv. Aber wir haben keine Chance gegen die Young Boys. Aber Chen ist wieder da. Sehr schön. 90 Minuten rum. St. Gallen greift nochmal an. Hütsch auf Matirena, der auf Wehner. Wehner auf Kimino. Kimino auf Ribeiro und vorbei. Wir dürfen nochmal, nein, dürfen wir nicht. Die Young Boys kommen nochmal. Tja, jetzt kontern wir aber nochmal. Dübwig. Dübwig auf Ribeiro. Ribeiro und. Was willst du da tun? Da willst du gar nichts tun. Garcia. Garcia. Der dribbelt sich nach vorne. Kommt der Pass in die Mitte? Jawohl. Jenny und wieder Chen. Und wir kontern nochmal. Werden wir noch den Ausgleich erzielen? Karacha, der Ausgleich wäre so immens wichtig. Wir spielen mit allem, was wir haben. Kimeno und dann vorbei. Das wird es gewesen sein. Ja, wir verlieren 2 zu 3. Und wenn man sich die Statistik anschaut, tja, St. Gallen hat 8 Schüsse gehabt und ja, IB hat 5 gehabt. Schade. Schade, schade, schade. Wie schätzen Sie die Leistung Ihrer Spieler heute ein? Tja, Leistung Yusuf Chen, super. Nein, das sage ich nicht. Leistung Mannschaft war okay. War super. Wir haben 2 Tore geschossen. Bin wahnsinnig stolz auf meine Jungs. Ja, sie mögen es nicht hören, aber es ist so. Vertrauen ist stark. Das stimmt. So, wie war das Support der Fans? Naja, Pfiffe gegen die Mannschaft waren berechtigt, das ist so. Wir sind Sechster, aber nur 12 Punkte. Das heißt, tja, 3 Punkte gemacht, alle anderen verloren, bam. Dann sind wir schon wieder ganz wo anders. Es ist spannend, es macht Spaß. Das ist Fußball, Frische und Konditionen gehen auch wieder nach oben. Man kann nicht alles gewinnen und ja, wir haben Spieler verkauft,
Aber wir kriegen die Spieler wieder und das werden wir alles in den nächsten Let's Plays sehen. Es geht voran. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Für euch am Mikro war der Frank.